Die Mannschaft hat einen 700 Quadratmeter großen Wellnessbereich, den wir seit Juni aktuell im Angebot haben, dem sie sich wirklich entspannen kann, austoben kann, wohlfühlen kann. Das Besondere an unserer Blockhaus-Sauna ist die Mühlenrad-Sauna. Dort dreht sich ein Mühlenrad entgegengesetzt des Uhrzeigersinnes und stündlich wechselt es die Richtung und macht einen automatischen Aufguss. Der Raum heißt Hamburg, aber einfach nur auf die Region. Wir haben hier mehrere Regionen, nach denen wir unsere Räumlichkeiten benannt haben. Und es passt einfach von der Raumkombination her entsprechend am besten für die Mannschaft. Die Mannschaft hat also einen separaten Zimmertrakt, in dem sie ungestört ihr Trainingslager absolvieren kann. Bad und Dusche sind entsprechend in Schlafzimmernähe untergebracht. Und das Schönste an diesem Zimmer ist, Sportbegeisterte können während dem Duschen durch eine Glasscheibe auf den Fernseher sehen und verpassen auch so die wichtigen Momente des Spiels nicht. Keine Sonderwünsche, aber die Mannschaft ist entsprechend hochwertig versorgt. Wir haben einen ganz, ganz tollen Küchenchef, der entsprechend auch Erfahrung hat mit Trainingslagern. Trainingslager sind also nicht unbekannt. Wir haben also ganz, ganz viele Trainingslager übers Jahr hier im Haus. Sie hat die direkte Nähe zu den Trainingsplätzen, die knapp 50 Meter hinterm Haus liegen. Und hier ist alles so auf die Mannschaft eingerichtet, dass sie sich wirklich hier wohlfühlen kann. Werder Bremen ist eine sehr, sehr tolle Mannschaft, die in unserem Haus herzlich willkommen ist.